Alle Leute immer so, nur hier, nur me. Und ich habe mir einfach so gedacht, schwimmen wir doch einfach wieder gegen den Strom und machen mal was ganz anderes. Back to the roots. Hey, Lieben, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Oder, falls ihr zum ersten Mal dabei seid, hi, mein Name ist Kati. Willkommen in der Love Community. Ich nenne mich Contra Junkie nicht wegen des Rappers Contra K, auch wenn ich den mittlerweile echt sehr gerne höre, muss ich sagen, sondern weil ich gerne ein bisschen Anti bin. Und weil ich das schon vorher, ziemlich früh in meiner YouTube, nennen wir sie einfach Karriere, war, dachte ich mir, wir gehen back to the roots. Worum es genau gehen wird, Morphe Cosmetics und warum vielleicht bald ihr Ende ansteht, warum ich beschlossen habe, euch ein Update zu geben und was da eigentlich genau passiert ist, werdet ihr alles in diesem Video erfahren. Also holt euch einen Tee, es geht heute um Hot Beauty Community Drama. Holt euch einen Snack, holt euch eure dreckigen Pinsel und damit das Intro nicht länger wird als das Video selber, würde ich sagen, let's go mit dem Video. Editing Kati einmal hier. Dieses Video wurde vor einer Woche gedreht. Heute ist der 16.01. und ich hoffe, dass ich es bis morgen am Dienstag fertig machen kann. Falls ja, lasst gerne den Daumen nach oben da an dieser Stelle, weil dann habe ich mich wirklich, wirklich reingehangen. Und ich wollte nur einmal kurz sagen, dass es ein Update zu diesem Update-Video schon gibt. Und zwar hat Forma, beziehungsweise die Muttergesellschaft von Morphe Cosmetics, als auch von Jaclyn Hill Cosmetics und so weiter und so fort, Insolvenz angemeldet. Was das alles bedeutet und so weiter, das recherchiere ich gerade noch. Und weil das zu viel wäre, um es in dieses Video noch nachträglich mit reinzumachen, werde ich tatsächlich noch ein zweites Update zu diesem Update machen. Das kommt dann hoffentlich schon direkt nächste Woche, wenn ich noch ein bisschen mehr rausgefunden habe, weil das in den USA auch noch ein bisschen anders läuft als hier in Europa bzw. Deutschland. Und ich will euch natürlich den Tee spillen, aber with facts. Dementsprechend wünsche ich euch jetzt erstmal ganz viel Spaß. Nicht wundern, das hier ist quasi schon, naja, veraltet eigentlich nicht. Das ist immer noch aktuell, aber es wird noch ein Update dazu kommen. Viel Spaß mit dem Video! Ich hatte gerade im Intro schon gesagt, wir sprechen heute über Morphe Cosmetics, die man früher gekannt hat unter dem Namen Morphe Brushes. Ich hatte schon zwei Videos ein bisschen auch über Morphe Cosmetics gemacht. Allerdings ging es da eher um Personen, die auch Collaborations mit Morphe Cosmetics hatten. Unter anderem Jaclyn Hill als auch Jeffree Star. Beide habe ich auf meinem Kanal komplett gecancelt, genauso wie Morphe Cosmetics. Ich werde gleich nochmal kurz zusammenfassen, was da alles für Skandale schon waren. Die komplette Timeline wäre viel zu viel und würde dieses Video auch komplett sprengen. Aber damit ihr einen kleinen Überblick bekommt, fangen wir ganz am Anfang an und arbeiten uns bis heute vor. Denn es hat sich einiges ergeben, was euch interessiert und wo ich auch gedacht habe, oh, das müssen wir uns mal ganz genau angucken. Morphe Cosmetics wurde 2008 gegründet in Los Angeles, USA und hat sich in einer Zeit auf YouTube etabliert, in dem es noch keine Affiliate-Systeme oder Rabattcodes für InfluencerInnen gab. Sie haben sich ganz am Anfang Morphe Brushes genannt, denn sie haben mit Brush-Sets, also Pinselsets, angefangen. Morphe Cosmetics war damals schon ein Private-Labeling-Unternehmen und auch das machen sie heute noch. Private Labeling wird in Deutschland Handelsmarken genannt und es bedeutet im Endeffekt, dass eine Marke bei einem Großhändler Produkte einkauft, die noch kein Label haben, dementsprechend also auch keine Beschriftung von einer bestimmten Marke. Dieses dann entweder dort oder bei sich selber in der Factory beschriften lassen, also labeln, und es dann für einen höheren Preis, damit sie auch eine Gewinnmarge haben, verkaufen. Das ist eine Info, die über Morphe Cosmetics sehr lange gar nicht bekannt war und das ist auch eine Art von Unternehmenshandhabung, die tatsächlich in Deutschland, glaube ich, auch gar nicht so doll besprochen wurde. An sich ist Private Labeling überhaupt keine schlechte Sache, also nicht, dass das jemand irgendwie falsch versteht, sondern es ist eher so ein Ding, dem sollte man sich bewusst sein. Und als das rausgekommen ist und dann zum Beispiel Vergleiche gezogen wurden, konnte man unter anderem auch sehen, dass zum Beispiel nicht nur die Brushsets, sondern auch das Make-up, was später durch Morphe Cosmetics auf den Markt gekommen ist, eben durch Private Labeling auf den Markt gekommen ist. Siehe also viele von den Sachen, die sie groß gemacht haben, wie zum Beispiel damals die 35 Opal, ich glaube, die kennen wir alle noch, gar nicht unbedingt selber erfunden haben und auch eigentlich keine eigenen Formulierungen hatten. Bis, ja bis, sie mit einigen Influencern angefangen haben zu kooperieren. Den ersten großen Blow-up, würde ich sagen, hatten sie ungefähr 2018, 2017 und es ist tatsächlich nach MAC Cosmetics mit ihrer Bloggers Edition die erste Marke gewesen, die mit InfluencerInnen zusammengearbeitet hat und ein Affiliate-System eingeleitet hat. Falls euch das nicht sagt, ich habe ja selber auch unter anderem Rabattcodes, auch das sind ganz oft Affiliate-Codes, es gibt aber auch Affiliate-Links. Das bedeutet, wenn ihr mit meinem Code oder einem der Codes der InfluencerInnen von damals zum Beispiel etwas bei einer Marke einkauft, dann werden wir beteiligt an dem Umsatz, der dadurch generiert wird. Das heißt, es ist quasi Arbeit auf Provisionsbasis. Nur das, was verkauft wird und durch euren Code sozusagen zustande kommt, wird euch auch zugewiesen und das ist dann entsprechend euer Verdienst. Da sie eine der ersten Marken waren, die das gemacht haben und es damals auch noch keine Gesetze gab, die InfluencerInnen dazu verpflichtet haben, zu disclosen, dass sie Affiliate-Codes benutzen, also selber ein Verdienst
Interesse daran haben, wenn sie euch die Sachen zeigen, euch die Sachen empfehlen und dadurch natürlich auch einen Verkauf zum Beispiel resultiert, ist das der erste Kritikpunkt, den man Morphe Cosmetics gegenüber machen kann. Das Private Labeling nehme ich als Kritikpunkt nicht unbedingt mit rein. Ich glaube, der einzige Kritikpunkt, den man da machen könnte, wäre vielleicht, dass das einfach nicht unbedingt öffentlich bekannt war. Das macht es aber nicht zu einer schlechten Sache und das bedeutet auch nicht, dass die Produkte automatisch schlechte Qualität haben. Verschiedene InfluencerInnen, vor allen Dingen YouTuberInnen, ob nun Laura Lee, ManyMUA, Jaclyn Hill mit ihrem Code JackAttack, ich glaube, den kennen wir alle noch, aber auch viele weitere, die man kennt und die damals groß in der Szene waren, hatten einen eigenen Affiliate-Code mit Morphe und haben dementsprechend daran verdient, wenn sie die Produkte empfohlen haben. Und das ohne öffentlich zu sagen, hey, ich verdiene übrigens auch was daran. Das ist etwas, was ich persönlich als sehr kritisch empfinde, egal ob das damals gesetzlich nicht verpflichtend war, weil das einfach eine Täuschung der ZuschauerInnen ist, meiner Meinung nach. Was man ihnen allerdings lassen muss, ist, dass sie als erste Brand auch erkannt hat, was das Influencer-Marketing für ein Potenzial hat. Sie haben sich alle großen YouTuberInnen tatsächlich ins Boot geholt und haben dadurch natürlich ihre Marke auch riesengroß und weit bekannt gemacht. Die Umsätze sind krass in die Höhe geschossen, von mehreren 100 Millionen Dollar Revenue sprechen wir hier im Jahr. Und die InfluencerInnen und YouTuberInnen, die mit ihnen zusammengearbeitet haben, haben natürlich auch sehr gut daran verdient, dass sie diese Brushes empfohlen haben. Die erste richtige Influencer-Collab, die Morphe Cosmetics hatte damals, ist mit Jaclyn Hill zusammen gewesen. Über sie habe ich ja auch schon ein zweiteiliges Video gemacht und über ihre eigenen Skandale, sowohl mit Morphe Cosmetics als auch mit Becca Cosmetics, als auch mit ihrer eigenen Marke gesprochen, als auch wie sie Malina Stell von Make-Up Geek komplett verarscht hat. Die Links zu den Videos lasse ich euch sehr gerne unten. Die sind sehr alt, der Schnitt ist furchtbar und ich bin auf jeden Fall noch Baby-Kati, aber ihr könnt natürlich sehr gerne dort vorbeischauen, wenn ihr das möchtet. Das werde ich jetzt nicht nochmal alles aufrollen. Und die Jaclyn Hill Palette Nummer 1 war damals ein wahnsinnig großer Erfolg. Diese Palette hat unter anderem auch den Grundstein dafür gelegt, dass InfluencerInnen und YouTuberInnen überhaupt in Frage gekommen sind für Marken in Bezug auf Kollaboration. Sie haben also sozusagen einen Grundstein gelegt, der auch für mich heute meinen Job möglich macht. Dementsprechend kann man wirklich sagen, nicht alles an Morphe Cosmetics ist schlecht, aber sehr viel. Sie haben weiterhin auch Collaborations mit den Worst of the Worst, meiner Meinung nach, auf YouTube gemacht, unter anderem mit James Charles, Jeffree Star, den ich den Lord Voldemort des Make-ups gerne nenne, der dessen Namen nicht genannt werden darf auf diesem Kanal. Und auch Nikita Dragon hat ihre eigene Collaboration bekommen. Außerdem erwähnenswert, allerdings nicht unter den Top 3 der Bösewichte auf YouTube, waren zum Beispiel auch Laura Lee, ManyMUA und Bradman Rock. Dementsprechend ist natürlich auch die Reichweite all dieser YouTuberInnen Morphe Cosmetics zugute gekommen. Mit Jaclyn Hill zusammen gab es dann tatsächlich noch die The Vault Collection als auch die Jaclyn Hill 2 Palette. Und bei beiden Collections gab es nicht nur mit der Pigmentierung ein Problem, sondern auch tatsächlich mit der ganzen Vermarktung des Ganzen, indem allegedly die The Vault Paletten aufgrund mangelnder Qualität wieder eingezogen wurden, allerdings ein paar Wochen später wieder auf den Markt kamen, neu produziert. Dass das innerhalb von weniger Wochen gar nicht möglich ist, wissen wir alle. Und es steht im Raum, dass tatsächlich einfach nur Sticker über das The Vault 1 Logo geklebt worden ist, um so zu tun, als hätten sie die Sachen nochmal neu produziert, aber im Endeffekt haben sie eigentlich den alten Stock abverkauft. Dann haben sie bei der zweiten Jaclyn Hill Palette tatsächlich die Formulierung von vegan einfach geändert, ohne das irgendwie zu disclosen und damit auch von der ersten Palette. Sie haben Caramel mit hinzugetan, das sind so kleine Insekten, die kaputt gestampft werden, also getötet werden, um an das Pigment von ihnen zu kommen. Das ist ein rotes Pigment, das ist sehr hochwertig, sehr wertvoll, aber natürlich nicht vegan. Und da die Palette als mit der gleichen Formulierung gemacht, wie die erste Palette beworben wurde, sowohl von Jaclyn Hill selber als auch von Morphe Cosmetics, konnten natürlich die KonsumentInnen nicht davon ausgehen, dass diese Palette nicht vegan ist. Das ist dann erst später aufgefallen und Jaclyn Hill hat gemacht, was Jaclyn Hill eben macht. Sie hat die Schuld halt auf Morphe Cosmetics geschoben und gesagt, damit habe ich nichts zu tun, ich bin selber überrascht, bla 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 bla. Morphe Cosmetics hat dann eine Entschuldigung gepostet, die auch eher so halbherzig war. All diese Sachen sind auf jeden Fall passiert und sollten euch so einen kleinen Überblick darüber geben, warum diese Brand in sich und an sich schon mal sehr problematisch ist. Was sie allerdings jetzt gemacht haben, finde ich, toppt das Ganze nochmal, denn Morphe Cosmetics hat alle seine Stores in der kompletten USA und Kanada platt gemacht. Natürlich haben viele Brands, vor allen Dingen die, die auch lokale, stationäre Shops haben, egal ob sie jetzt einen Corner Store haben, so wie zum Beispiel Sephora in vielen Galeria-Kaufhöfen mit drin sind, oder aber Flag Stores haben, also eigenständige Stores sozusagen in einer Mall, durch die Corona-Pandemie gelitten. Wir hatten 2 Lockdowns und natürlich ist dadurch der stationäre Handel komplett ausgefallen. Der Online-Handel hat dadurch noch mehr geboomt als vorher. Aber als die Lockdowns dann vorbei waren, sind natürlich alle Stores auch wieder aufgemacht worden, natürlich auch die von Morphe Cosmetics. Im Laufe des letzten Jahres, also 2022, sind dann immer mehr Locations von den Morphe Cosmetics Stores langsam nach und nach geschlossen
geschlossen worden. Dadurch ist das auch gar nicht unbedingt so aufgefallen. Es wurde bei manchen dann auch einfach gesagt, ja, das geht dabei um Leasingverträge. Es sind dann einige TikToks aufgetaucht und zwar von Angestellten von Morphe Cosmetics selber, also aus den Stores, die jetzt ihre Jobs verloren haben, die so ein bisschen exposed haben, wie das Ganze abgelaufen ist und was mich auch veranlasst hat, dieses Tea-Update-Video überhaupt zu drehen. Und eines der ersten Videos ist vom 22. Oktober 2022, in dem eine Angestellte gesagt hat, dass sie jetzt einen riesigen Sale haben mit bis zu 80% Rabatt auf die Produkte. Das muss man sich mal reinziehen. Die Produkte werden immer noch gewinnbringend verkauft worden sein, beziehungsweise wird damit zumindest kein Minus gemacht worden sein, weil Lagerung des Ganzen ist meistens teurer, als wenn man so hohe Prozente darauf bekommt. Und danach ist der Store zugemacht worden. Auch hier gab es schon ein paar Sachen, die irgendwie Ungereimtheiten aufgeworfen haben. Also den Mitarbeitenden wurde gesagt, dass es dabei um Leasingverträge geht, dass es da Probleme gegeben hätte. Morphe Cosmetics hat ihnen nicht vorher Bescheid gesagt, sondern es gab auf einmal diese Sales, die immer höhere Rabatte gehabt haben. Es fehlte also nicht nur an irgendeiner Art von Vorwarnung, sondern auch komplett an der Transparenz, warum überhaupt die Ladengeschäfte geschlossen wurden. Und die Angestellten hatten so keine Zeit, sich vorher noch einen neuen Job zu suchen. Viele der Angestellten, auch die aus den TikToks, die jetzt zeitlich etwas später sind, nämlich seit kurzem, also kurz vor Weihnachten aufgetaucht sind, haben ebenfalls das Problem, dass sie keinerlei Form von Severance, also Abfindungen bekommen haben. Einige haben eine Abfindung von einigen Tagen bekommen, andere von bis zu 3 Wochen. Das ist allerdings ja ein Zeitraum, in dem es sehr schwer ist, einen neuen Job zu finden. Und da das Sozialsystem in den USA noch ganz anders funktioniert und anders greift als hier in Deutschland, kann das natürlich existenzbedrohend für die Mitarbeitenden sein. Am 27. Dezember hat die TikTokerin Creepy Peachy, auch bekannt unter Dani, dann darüber gesprochen, was ihr passiert ist. Sie war nämlich eine der Store-Managerinnen, die in einem anderen TikTok vorgekommen ist, beziehungsweise der Store, in dem sie arbeitet und in dem sie die Store-Managerin ist, vorgekommen ist, in dem jemand gezeigt hat, wie sie eine Riesenmenge von Make-up zu einem extrem kleinen Preis gekauft hat. Bob, you unknowingly walked into a closing Morphe store on their last day open. Okay, so I want to preface this by saying no hate to that girly. I know that if I walked in on a closing sale, I'd be excited too. But that store is my store. I'm the store manager of that specific Morphe. And I just, again, no hate to her, you know, but it needs to be said because I don't know why I'm not hearing anything about it. I'm assuming no one knows because, again, haven't really heard anyone talk about it. But Morphe has been closing retail stores for like at least a year now. Hush, hush, real quiet. They're telling everyone that it's due to like lease stuff. Sie hat als erste dann öffentlich darüber gesprochen, wie die Umstände waren, dass sie gekündigt wurden, beziehungsweise ihnen das mitgeteilt wurde. Und zwar haben sie am 22. Dezember, mind you, 2 Tage vor Weihnachten erfahren, dass sie am 26. Dezember, also 4 Tage später, ihren letzten Arbeitstag haben werden. Man hat ihnen also erst 4 Tage vorher Bescheid gesagt und ihnen so keine Möglichkeit gegeben, sich finanziell abzusichern, indem sie sich neue Jobs suchen, haben keinerlei Erklärung dazu abgegeben, warum sie diese ganzen Läden schließen. Und viele der Mitarbeitenden, die weniger als ein Jahr bei Morphe Cosmetics gearbeitet haben, zum Beispiel als Make-up-Artistinnen oder Verkäuferinnen einfach im stationären Einzelhandel, haben entweder nur wenige Tage Abfindung bekommen, maximal bis 3 Wochen, und einige überhaupt gar keine. Sie sind also in ein finanzielles Loch gefallen und die Firma hat sie nicht aufgefangen. Sie hat nicht dafür gesorgt, dass ihre Mitarbeitenden gut versorgt sein können, dass sie sich Jobs suchen können oder aber, dass sie überhaupt wissen, was eigentlich los ist. Und auch wenn man vielleicht denkt, naja gut, aber ein Job im Einzelhandel, wie emotional kann das sein? Natürlich ist das immer so, wenn man im Einzelhandel arbeitet, und ich komme ja aus der Gastronomie, ich weiß ja selber, wie das ist, dass man gerade, wenn man mit KundInnen arbeitet, was ja teilweise sehr belastend sein kann, weil Menschen eben Menschen sind, man doch sehr zusammenwächst. Und diese Art von Auseinanderreißen von Teams, als auch natürlich dieses unmögliche Verhalten den Arbeiten gegenüber, möchte ich hier einmal stark kritisieren. Mittlerweile ist es so, dass zum Ende des Jahres, also bis zum Ende des Dezembers 2022, alles dort in Kanada als auch den USA komplett geschlossen wurden und auch nicht wieder eröffnet werden. Tatsächlich gab es von Morphe Cosmetics dazu überhaupt keine Aussage. Auf ihrem Instagram haben sie einfach weiter gepostet, als wäre nichts. Auch auf der Website konnte man keinerlei Informationen finden. Die Mitarbeitenden, die sich an die Higher-Ups gewandt haben, um zu fragen, warum das überhaupt alles passiert und was sie jetzt tun sollen, haben ebenfalls keine Antworten darauf bekommen. Und erst am 5. Januar, also heute vor 4 Tagen, hat Morphe Cosmetics öffentlich, nämlich auf Twitter, einen Tweet abgesetzt,
fest, indem sie das sozusagen angekündigt haben. Wobei man Ankündigungen ja eigentlich immer vorher macht, aber lassen wir das mal außen vor. Ich lese euch hier einmal kurz den Tweet vor. Ich blende ihn euch natürlich hier auch ein und ich werde ihn euch gleich übersetzen. Morphe Brushes hat geschrieben am 5. Januar um 18.40 Uhr unserer Zeit: "We have made the difficult decision to close all Morphe stores in the US. We are forever grateful to our store teams for the passion, talent and dedication over the years. Customers can continue to shop Morphe online and at select retailers. Morphe stores outside the US will remain open." Das heißt, wir haben die schwere Entscheidung getroffen, alle US Stores zu schließen. In Kanada scheint das auch der Fall zu sein. Keine Ahnung, warum sie es hier nicht mal reingeschrieben haben. Sie werden für immer dankbar für den ganzen Einsatz, den die Teams dort gezeigt haben, als auch die Kundinnen, die vor Ort supportive waren und natürlich auch die Produkte gekauft haben. Dann haben sie nachgesetzt, indem sie gesagt haben, natürlich könnte man weiterhin online shoppen, als auch bei ausgewählten Retailern, also anderen größeren Firmen wie zum Beispiel Ulta Beauty, die führen nämlich Morphe Cosmetics auch. In Deutschland bekommt man Morphe Cosmetics über deren eigene Website, als auch zum Beispiel bei Douglas und ich glaube bei Parfume Dreams gab es sie auch. Wobei ich hoffe, dass nach dieser Story niemand mehr von euch Morphe Cosmetics Produkte kauft, aber lassen wir das mal kurz. Und das Beste daran ist, dass sie einfach die Kommentarfunktion ausgestellt haben. Das heißt, wenn man auf irgendeine Art darauf reagieren wollte, musste man das co-tweeten, was im Endeffekt heißt, man zitiert sozusagen den vorher abgesetzten Tweet und schreibt darüber, was man davon hält. Und auf diese Art und Weise haben viele der Kundinnen überhaupt erst erfahren, dass das Geschäft geschlossen wird, hatten also auch nicht mal unbedingt die Möglichkeit, die Sales, die vor Ort in den Stores waren, wahrzunehmen. Man kann sich ausmalen, wie gut das bei den Leuten angekommen ist, nämlich gar nicht, verständlicherweise, to be honest. Und vor allen Dingen ist die Art und Weise der Kommunikation, die ja sowieso schon extrem zu verurteilen ist, meiner Meinung nach, auch deswegen besonders shady, weil natürlich nicht alle Leute Morphe Brushes bzw. Morphe Cosmetics auf Twitter folgen und nicht alle Leute Twitter haben. Warum wurde das Announcement dann nicht zuerst bei Instagram gemacht oder zum Beispiel auch auf dem firmeneigenen YouTube-Kanal? Vermutlich, weil sie versucht haben, alles so ein bisschen unter den Teppich zu kehren. Genau deswegen ist es wichtig, dass wir informiert bleiben und dass wir zum Beispiel auch den Mitarbeitenden zuhören, die meiner Meinung nach extrem unfair behandelt worden sind, denen keine Chance gegeben wurde, zu verstehen, was passiert, sich von den anderen Mitarbeitenden, also ihren Teams, zu verabschieden, als auch tatsächlich von Kundinnen, die vielleicht Stammkundinnen auch bei ihnen waren und die auch keine Vorlaufzeit bekommen haben, auf irgendeine Art und Weise sich einen neuen Job zu suchen. Morphe Cosmetics war zu einem bestimmten Zeitpunkt tatsächlich so groß, dass sie über 2 Milliarden US-Dollar an Umsatz gemacht haben und angefangen haben, auch andere Brands auf ihren Websites zum Beispiel zu führen, als auch in den Stores vor Ort zu haben. Namentlich zum Beispiel Jeffree Star Cosmetics, was dann ja ein bisschen schwierig geworden ist nach Dramageddon 2, 3, 15, eins von denen. Sie führten aber auch zum Beispiel Brands wie Danessa Myricks oder auch Beauty Bakery, Dragoon Beauty, was an sich auch schon schwierig ist, House of Lashes, Jaclyn Cosmetics of course, Iconic London, Lily Lashes, P. Louise, Super Beauty, Playa und noch viele weitere. Besonders interessant sind für uns allerdings noch die beiden Brands Playa als auch Super Beauty, denn die Besitzerin von Super Beauty hat vor 3 Tagen, also nach dem öffentlichen Twitter-Announcement von Morphe Cosmetics selber, ein TikTok gemacht und zwar folgendes, in dem sie erzählt, dass auch sie selber nicht Bescheid bekommen hat, dass diese ganzen Stores schließen würden. Breaking news, Morphe just dropped this tweet. I'm Fiona Zad, CEO and founder of Super Beauty, and my brand's in Morphe. And if you don't know, we've been selling in Morphe worldwide in all of their stores since 2019, and we're actually one of the top brands in Morphe. And here are some of the other brands they carry. So in the past month or so, we've been seeing a lot of people, specifically Morphe staff, posting about what's been happening. And just to let you know, as a brand sold in Morphe, we knew nothing about this. Actually, I was recently in Seattle at a Morphe store on October 9th, and the staff was just so excited about our new product launch. Anyways, I just want to share that with you. You know, as more information becomes available, I will keep you updated and posted. I just want to say again, thank you so much for your support of Super Beauty. Das ist natürlich insofern interessant, dass sie nicht wissen, was mit ihren eigenen Produkten dort passiert ist, dass auch dort keine Transparenz und Kommunikation seitens Morphe Cosmetics stattgefunden hat und das natürlich auch noch shady ist, weil zumindest deinen Businesspartnern sollte man Bescheid geben. Und bei Playa hat sich mittlerweile ergeben, dass die Gründerin von Playa Morphe Cosmetics verklagt. Das macht sie aufgrund der Tatsache, dass Morphe Cosmetics ihr versprochen hatte, eine bestimmte Summe von Umsatz zu machen. Ich glaube, es ging um 250 Millionen
$1,000 und nachher aber die Marke so wenig gepusht wurde von Morphe Cosmetics, dass die Umsätze bei nur, Zitat, 50 Millionen US-Dollar gelandet sind. Dementsprechend verklagt sie sie auf die Diskrepanz dazwischen, weil sie eben vertraglich nicht dem nachgekommen sind, wozu sie sich verpflichtet hatten. Das ist natürlich aus dem Grund nochmal interessant, weil man sieht, dass Morphe Cosmetics anscheinend mit allen Menschen respektlos umgeht. Und damit möchte ich dieses Video auch schließen. Im Endeffekt sehen wir bei Morphe Cosmetics etwas, das viele Firmen sicherlich schon gemacht haben, und ich bin sehr froh, dass unter anderem auf TikTok sehr viele Menschen dafür gesorgt haben, dass diese Art von News überhaupt bekannt geworden sind. Und ich glaube, das ist auch eine der größten Sachen, die Social Media machen kann, nämlich aufzuklären, als auch Awareness zu schaffen für solche unfairen Situationen. Eine Firma, die nicht nur jahrelang immer wieder Skandale hat, jahrelang immer wieder Collaborations mit den problematischsten InfluencerInnen und YouTuberInnen eingeht, die es überhaupt auf diesem Planeten gibt, die Shady Business Tactics hat, indem sie verheimlicht, dass sie Affiliate-Codes rausgeben, indem sie verheimlicht, ob überhaupt Paletten, wie zum Beispiel bei der Jaclyn Hill The Vault Collection, neu produziert worden sind oder nicht, oder zumindest versuchen zu verschleiern, dass sie vermutlich nicht neu produziert wurden. Eine Marke, die ihre Kundinnen tatsächlich meiner Meinung nach anlügt, indem sie nicht disclosen, dass eine Palette, die vorher vegan war, jetzt nicht mehr vegan produziert wird und auch dementsprechend gar nicht mehr die alte Formulierung hat, wegen der man die Palette überhaupt erst gekauft hat. Eine Marke, die ihre Mitarbeitenden so unfair behandelt, die ihnen ihre Jobs wegnimmt, 2 Tage vor Weihnachten, und vielen von ihnen nicht mal eine Abfindung zur Verfügung stellt, damit sie wenigstens in der Zeit diesen Schock verarbeiten können und sich einen neuen Job suchen können, um sich finanziell zu stabilisieren. Eine Marke, die nicht mal ihren Businesspartnern offen und transparent kommuniziert, dass sie zum Beispiel ihre Ladengeschäfte schließen. Und eine Marke, die sich an vertragliche Verpflichtungen hält, ist meiner Meinung nach keine Marke, die man unterstützen sollte. Wie wird es jetzt mit Morphe Cosmetics weitergehen? Das ist eine sehr interessante Frage, denn natürlich haben sie durch die Schließung der Ladengeschäfte zwar ein Stück weit auch Einkommen verloren, allerdings auch sehr hohe Ausgaben eingespart, denn natürlich kommt Miete dazu, dann natürlich Strom, die Gehälter, die bezahlt werden müssen, sind natürlich auch ein riesengroßer Kostenfaktor. All das wird jetzt eingespart, aber auf Kosten von wem? Nicht auf ihre eigenen Kosten, sondern auf den Kosten von den Menschen, die dort vor Ort gearbeitet haben, die Kundinnen begeistert haben, die sie beraten haben und die ihr Herzblut in diese Arbeit gesteckt haben. Ich persönlich glaube, dass das eine Art von Schadensbegrenzung sein soll, um die extrem sinkenden Zahlen noch ein bisschen auszugleichen. Und ich glaube, damit haben sie sich selber ins Knie geschossen. Vor allen Dingen, weil sie nicht kommuniziert haben, nicht transparent waren und ihre Mitarbeitenden so schlecht behandelt haben. Und ich persönlich muss sagen, Morphe Cosmetics, wenn das Ende ist, dann habt ihr euch das selber eingebrockt. Das ist das Recap zu allen aktuellen Sachen und meine persönliche Meinung dazu. Jetzt würde mich natürlich noch interessieren, was eure persönliche Meinung dazu ist. Ich weiß nicht, ob ihr vielleicht von den Skandalen schon wusstet. Schreibt mir super gerne in die Kommentare, falls euch gerade die Schuppen von den Augen fallen und ihr davon noch nichts gehört hattet. Ich persönlich habe vor, diese Art von Serie jetzt öfter zu machen, also so Beauty-Community-Drama-Updates. Es gibt nämlich auch noch Updates zu Jeffree Star. Es gibt noch Updates zu James Charles. Ich habe mittlerweile 2019 Dramageddon 3 Flashbacks. Aber wir alle wissen, we love a good tea. Also lasst mich super gerne wissen, über wen ich vielleicht noch sprechen soll. Das Video zu Two-Faced ist in the making. Ich habe mich da wieder rangesetzt und habe meinen eh schon sehr vollen Ordner noch voller gemacht. Das ist allerdings ein Video, das ich nicht so wie dieses heute mit wenig Recherche, also vergleichsweise wenig Rechercheaufwand, rausbringen kann. Deswegen bear with me. Ich versuche es so schnell wie möglich zu machen. Bis dahin wird es noch kleine Beauty-Community-Drama-Updates geben, wie gesagt zum Thema Jeffree Star als auch James Charles. Falls ihr die sehen möchtet, abonniert also auch super gerne meinen Kanal und zeigt mir mit einem Daumen nach oben, dass euch das Video gefallen hat. Ich bin super gespannt, was ihr zu dem ganzen Ding sagt und wie ihr das bewerten würdet. Würdet ihr sagen, ihr kauft trotzdem bei Morphe Cosmetics ein? Ist euch das egal, wenn solche Skandale rumgehen, weil ihr denkt, naja, aber ich kriege ja relativ gutes Make-up für sehr günstiges Geld? Das alles würde mich interessieren und ich komme gleich runter und schaue ganz genau nach, ob ihr es auch wirklich kommentiert habt. Grüße gehen raus an den Drama Detective an dieser Stelle. Ich war heute Mrs. Drama Detective ein bisschen. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ciao!